im Reich der Pflanzen. Wir starten heute mit der Maranta Leuconeura fascinata. Ja, das ist so eine hübsche, richtig hübsch. Das ist ein älteres Blatt schon und wir schauen uns jetzt mal das neueste Blatt an, was jetzt hier herauswächst. Das sehen wir hier im Hintergrund, ist noch ein bisschen eingerollt. Der Steckling hatte anfangs solch ein kleines Blatt ausgebildet hier und jetzt kommt tatsächlich als zweites in dem Sinne ein normales Blatt nachgewachsen. Ja, das ist schon eine interessante Geschichte mit dieser Pflanze. Abgesehen davon, dass sie also wunderschöne Blätter hat. Das hier, unsere Alocasia cebrina variegata, bekommt jetzt ihr viertes Blatt. Und mal gucken, ob da ein bisschen Weiß mit bei ist oder nicht. Erkennen kann man es im Moment noch nicht. Ist relativ hell der Austrieb. Mal gucken, vielleicht haben wir ja ein bisschen Glück. Das wäre ja schön. Ja, im Reich der Pflanzen gibt es immer wieder mal neue Sachen nicht nur zu entdecken, sondern zu begleiten. In dem Sinne, wie sie sich entwickeln von einem Baby zu einer Pflanze. Hier die Aloe Vera. Ja, unsere kleinen Ableger damals sind wunderbar gewachsen im kleinen Pöttchen. Und die werden wir heute dann tatsächlich umtopfen, damit sie ja sich besser entwickeln können. Denn irgendwann, nicht irgendwann, sondern jetzt ist der Topf tatsächlich zu klein geworden. Ja, bei der Cebrina ist es so, die hat also tatsächlich grüne Blättchen, ja, kann man jetzt so viel nicht erkennen, ausgebildet. Hat auch interessanterweise ganz anderes Wachstum als die normale Alocasia cebrina. Die wächst mehr langstielig nach oben und relativ kleine Blättchen. Mal gucken, ob sie das im Laufe der Zeit noch abwandelt. Und wir gucken heute mal hier bei der Vanillepflanze vorbei. Ich habe sie jetzt mal rausgeholt aus dem anderen Raum, damit wir sie hier mal etwas besser sehen können. Höher komme ich gerade nicht. Ich würde sagen, damit fangen wir gleich auch an. Und damit hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen. Ja, die Vanillepflanze. Ich zeige sie gleich nochmal ganz komplett von oben nach unten. Werden sie auch rausnehmen heute. Ich werde nachmessen und euch die Werte dann dementsprechend erzählen und mitnehmen können, warum es der Pflanze so gut geht, was sie verträgt in dem Sinne. Denn ich weiß es nicht, weil da stand immer ganz hinten an der Wand. Da kam ich so schlecht hin und da hatte ich auch keine Lust, immer das rauszunehmen, zu messen. Von daher läuft einfach so, ne? Wächst wunderbar. Von daher würde ich sagen, wie gesagt, fangen wir damit jetzt an. Mit der Vanillepflanze. Das ist die Mutter. Genau, das ist die Mutter. Die Abkömmlinge, die wachsen ja nun mittlerweile auch schon im neuen Dschungel. Prächtig, mächtig. Interessanterweise haben die Stecklinge, die wir ja damals bewurzeln lassen haben und wachsen lassen haben, dann relativ kleine Blätter. Mal gucken, ob wir im Laufe der Zeit noch mitbekommen, woran das liegt. Denn die Mutter hier, die hat recht große Blätter. Ja, okay, es ist so, wie es ist. So sehen die aktuellen Werte aus momentan, dass wir das auch mal mitnehmen können. Das heißt, Raumluft entfeucht, da müsste jetzt eigentlich wieder anspringen. Ja, so ist das, ne? 26 Grad. Aber das ist noch erträglich. Man gewöhnt sich langsam an die Temperatur, muss ich sagen. So langsam, aber sicher ist das gar nicht mehr so unangenehm, sondern im Gegenteil. Ich fühle mich eigentlich pudelwohl, wenn ich hier reinkomme. Okay. Die Vanillepflanze, die Orchidee, verträgt übrigens mehr Nährstoffe als andere Orchideen. So, mal auf, dann fahren wir mal ein Stückchen runter hier. Ich glaube, ich werde den Hintergrund gleich auch nochmal abfilmen, unsere Pflanzenwand, weil das jetzt ja besser sichtbar ist in dem Sinne, da jetzt das Pflanzenlicht dort noch nicht an ist. Also dort unten entspringt sie, ne? Das ist ein einziger Trieb, der sich dann dementsprechend so entwickelt. Wir werden heute das Pflänzchen auch wieder nach oben bringen, damit es wieder runterwachsen kann. Denn wir wollen das ja hier mehr oder weniger kompakt wachsen lassen. Ja, damit es nicht quer durch den ganzen Raum wächst in dem Sinne. Ja, ich glaube, hier gucken wir gleich mal etwas näher. Aber ich muss die eine, muss ich mal eben abhängen da, damit ich das besser zeigen kann, wie sich das jetzt hier hinten entwickelt an der Pflanzenwand. Das ist nämlich mega interessant, vor allen Dingen die Mordania. Moment. Fangen wir hier mit den Orchideen an, die hier auf dem Stein sich etabliert haben und wachsen. Einmal die Dendrobium berioda, das ist diese hier. Hat eine Zeit lang rumgezickt und das ist jetzt hier die Phalaenopsis, ja, die dazugekommen ist damals. Hier entwickelt sich gerade neue Wurzel. Das Blatt ist jetzt herausgewachsen. Auch die Luftwurzeln entwickeln sich hier wunderbar. Das klappt genialst. Wird natürlicherweise immer wieder mal eingesprüht, logisch, ne? Und ich bin dazu übergegangen, sie öfters mit dem Orchidspray einzusprühen. Weil das tatsächlich besser war. Ich sprühe sie mal eben mit Wasser ein.
Einmal komplett nass machen, beziehungsweise feucht. Das mache ich heute Morgen das erste Mal. Hier zeigt sich noch was. Ich hoffe, dass ich das gleich drauf kriege. So, Orchidspray, mal auf, dann machen wir das heute auch wieder. Seitdem läuft es besser. Ist tatsächlich so. Hier haben wir, das kann man schlecht erkennen, hier ist noch ein Trieb, der wird jetzt vergehen mit der Zeit. Irgendwann werden die zu alt. Ne? Aber innen drin kommen jetzt lauter neue Knospen herausgewachsen, also neue Blätter in dem Sinne. So, sprühen wir das einmal mit dem Orchidspray und dann ist sie wieder versorgt. Also ich mache es jetzt fast, kannst du sagen, zweimal die Woche. So, hier ist nämlich etwas, mal gucken, ob wir das drauf kriegen. Hier, kann man das sehen? Ein bisschen schwierig, ne? Hier ist jetzt Unsterblichkeitskraut, diese lange Ranke, die überall wächst. Ne? So, hier ist ein Blütentrieb, den habe ich immer drüber gehangen und der ist jetzt hier durch das Sphagnummoos durchgewachsen und kommt hier unten wieder rausgewachsen. Also das ist auch mal ein interessantes Phänomen, was dieses Unsterblichkeitskraut hier so drauf macht. Ich lasse das auch so, ganz einfach, um mal zu beobachten, inwieweit das sich entwickelt. An den Blütentrieben haben wir hier auch kleine Früchte dran, ja, Beeren in dem Sinne, Samenkapseln. Die sind schon sehr lange dran hier, also viele, viele Monate. Die fallen nicht ab. Die sind dunkel, werden dunkelkräftig grün, aber mehr passiert da nicht. Die werden nicht braun oder so, gehen auf oder irgendwie was, nichts dergleichen. Sie blüht und blüht und blüht, ganz viele Leute, neue Blüten macht sie. Und die Kapseln, die sich entwickeln, die bleiben einfach dran. Warum die das so macht, das weiß ich noch nicht. Vielleicht kriegen wir das irgendwann mal raus. Bei gegebener Zeit werden wir da ein paar Experimente auch mitmachen. Ne? Die hängen nun mehr als genug dran. Ja, aber ansonsten muss ich sagen, läuft das jetzt tatsächlich besser, seitdem ich das Ganze etwas mehr mit dem Orchidspray versorge. Damals habe ich es sporadisch einmal die Woche, alle zwei Wochen einmal und jetzt tatsächlich öfters. Und seitdem läuft das also wesentlich besser, muss ich sagen. Warte mal auf, kriegen wir das noch ein bisschen näher dran gezoomt. Ich habe das noch ein bisschen höher hier. Vielleicht ja, müsste ich jetzt wieder hinrennen und zeigen. Vielleicht kann man es auch erkennen. Da wachsen also kleine neue Spitzen heraus. Ich glaube, das sieht man jetzt so nicht. Ne? Ja, okay. So mitgenommen, ihr geht es also tatsächlich besser, seitdem wir das Orchidspray öfters anwenden. Okay. Der Philodendron scandens Brasil. Oh, das ist auch so eine genügsame Pflanze. Und so herrlich im Wachstum. Hatten wir damals schon Stecklinge von gemacht. Also sie ist mittlerweile bis da unten hin schon gewachsen. Ich ziehe das mal ein bisschen näher dran hier. Bis da unten hin, siehst du wohl, guck mal wie schön, da hängt die Pilea peperomioides hier, das ist so ein Just for Fun, ne? Einfach mal gucken, wie sie sich da so macht. Interessanterweise wächst sie entsprechend dem Töpfchen, bekommt gerade nach langer, langer Zeit ein neues Blättchen, eins ist vor drei Tagen abgefallen. Ja, ist halt so, ne? Ist aber nicht so tragisch. Ah, das ist schon eine coole Sache mit der Pflanzenwand hier. Ich muss mir allerdings überlegen, wie ich die Pflanzen nämlich handle, wenn sie noch größer werden. Hier die Mordania, also die wächst auch mega, seitdem wir das mit dem Wasserverschnitt haben. Hier sind wir allerdings, also hier dünge ich und gieße ich alles gleich an der Wand, ne? Bei 500 Mikrosiemens im Verschnitt, jetzt wie gesagt mit 1/6 Leitungswasser. Also das läuft richtig gut, wobei erst im Verschnitt mit Leitungswasser und dann aufgedüngt auf 500 Mikrosiemens. Aber das, ja, die hängt mittlerweile auch da unten schon, guck mal, da. Da hängt sie schon runter. Sie werden schwerer und dann neigen sie sich nach unten, ganz klarer Fall. Aber das ist auch eine coole Sache, ne? Richtig genial. Sehr gut, Phytonia, die haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen. Die wächst sowieso genial hier. Bekommt da unten auch recht wenig Licht, muss ich sagen. Ne? Das ist schon interessant. So, hier die Grünlilie, die macht sich auch gut. Und hier die Ephoetute pictus. War das jetzt Pictus? Scindapsus pictus, Ephoetute. Hieß die auch Pictus? Jetzt bin ich gerade mal wieder durcheinander. Vielleicht komme ich gleich drauf. Ja. So ist das, ne? Also sie wächst auch mächtig kräftig. Die ist also mittlerweile auch schon bis auf den Fußboden gewachsen. Mit zwei Trieben, da muss ich mal gucken, dass ich die bald hochbringe und dann irgendwie an die Wand bringe, dass das da oben so ein bisschen mehr zuwächst, ne? Muss ich mal gucken, wie ich das hinbekomme. Ja, und unser Unsterblichkeitskraut, was soll ich dazu sagen? Das wächst ja nur komplett über die ganze Wand mittlerweile. Auch da hinten an der Ecke runter. Das könnte ich eigentlich auch mehr machen, nach rechts bringen tatsächlich. Ja, also ist schon eine coole Sache, allerdings wird es schwierig, das Schätzchen irgendwann mal umzutopfen. Das hatte ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal erwähnt, ich fahre mal ein kleines Stückchen höher. Ne? Das wird langsam Zeit, in das Substrat kann man jetzt so nicht sehen, das kommt mittlerweile aus dem Topf oben rausgekrochen. Also die Wurzeln und Rhizome, die sich dort drin befinden, die schieben das alles nach oben.
Irgendwann müssen wir da mal dran. Aber nun ja, was heißt aber? Nicht aber, sondern das werden wir dann gemeinsam machen. Wird wohl nicht einfach werden. Aber was soll's. So, jetzt können wir es einmal kurz sehen. Hier unsere, ja genau, Maracuja. Da werde ich, glaube ich, mal einen kompletten Rückschnitt machen. Denn die alten Blätter, die werden nichts mehr. Der Neuaustrieb ist okay. Ich kriege es jetzt, glaube ich, nicht näher dran. Der Neuaustrieb ist hier okay, ne? Aber die alten Blätter, ja, das wird nichts mehr. Da kannst du knicken. Ne? Und das sieht nicht so schön aus, muss ich sagen. Von daher denke ich mal, werde ich sie komplett mal zurückschneiden, um das Ganze wieder ein bisschen ansehnlicher auch zu machen. Ja, also das mit der grünen Wand da hinten ist eine mega coole Sache hier mit diesen Lechuza-Töpfen. Ne? Total easy. Die Halterung gibt es auch dafür von Lechuza. Das sind eigentlich so Magnethalterungen, aber die kannst du auch an die Wand bohren mit Dübeln und Schrauben und den Topf dranhängen und dann ist gut. Und dann hast du eine grüne Wand. Und das ging auch recht flott, muss ich jetzt sagen. Ne? Ja, das ist schon richtig schick. Okay. So, dann habe ich jetzt auch mal das Licht angemacht hier oben für die Pflanzen. Jetzt nochmal. Philodendron scandens Brasil, Efeu tute, Pictus. So war das. So, mein Güte, manchmal kommen wir durcheinander. So, jetzt sehen wir das Schätzchen mal komplett hier unsere Vanillepflanze. Das ist jetzt die Ranke, die hier wieder runtergewachsen ist. Die hat man hier oben drüber gelegt und das ganze Stück ist tatsächlich wieder nachgewachsen. Das ging also recht rasant, muss ich sagen. Und ich werde sie jetzt einfach mal wieder hier unten irgendwo mit durchbringen, durchlegen, damit sie dann jetzt wieder nach oben wachsen kann. Gucken, wie man das so gelingt. Einmal hier unten durch. So, so. Siehst du wohl, da kann sie wieder nach oben wachsen. Und wie gesagt, nach wie vor ist das ein einziger Trieb. Ja, Mikro-Siemens-Wert 1500. pH-Wert, kannst du dir denken, ne? Genau, 3,4. Das heißt, ich werde sie heute auf jeden Fall einmal komplett durchspülen, den Topf sauber machen und das Ganze bei 500 Mikro-Siemens, so wie wir das jetzt handhaben, mit dem Leitungswasserverschnitt dann dementsprechend wieder befüllen. Trinken tut sie sehr wenig, also ist sehr genügsam. Die trinkt fast gar nichts. Also in der Zeit, seitdem sie dort steht, hier steht 7.3.2020, Moment, 31.5., da hatten wir schon mal gespült, gab bei 230. So, 31.5., also seitdem, wenn es hochkommt, habe ich das Ganze vielleicht 6-mal nachgefüllt, maximal, also mehr wirklich nicht. Also ich habe immer geguckt, der Wasserstandsanzeiger hat sich nie verändert, die verbraucht so gut wie gar kein Wasser, Tatsache gegeben. Wurzeln ist auch nicht, kannst du gar nicht sehen, ich heb's mal eben hoch hier. Da ist also nichts mit Wurzeln, was da unten rauskommt. Gar nichts. Ja, also sie ist sehr genügsam im Wurzelbereich, muss ich sagen. Auf jeden Fall das schon mal sehr interessant mitzunehmen. Und vor allem auch, dass sie den hohen Mikro-Siemens-Wert verträgt, wobei das sicherlich nicht notwendig ist. Ja, und dementsprechend halt auch der niedrige pH-Wert jetzt. Aber wie gesagt, ich werde es einmal durchspülen und das Ganze wie in gewohnter Manier dann dementsprechend bei 500 wieder befüllen. Okay. Die Vanille. Ah, das ist schon interessant, ne? Ist der Akku wieder alle. Dass das Schätzchen so abgeht hier, ne? Und so gut wie gar kein Wasser verbraucht. Mag man gar nicht glauben. Ist aber Tatsache so. So, legen wir es mal kurz rum hier. Damit er sich ein bisschen besser hält. Die so jung sind, dann sind die auch leicht biegsam. So, kommt das Blatt einmal hier oben drüber. Ja, genau, siehst du wohl. Ja, so, also der Topf ist schon sauber, den habe ich gerade sauber gemacht. Und jetzt spülen wir das Ganze durch, hier wie gesagt bei 500 Mikrosiemens, so wie wir das handhaben. Ne? Upsala, ein bisschen aufpassen da oben. Ist schon interessant, dass da also kaum Wurzeln sind. Ne? Wäre auch ein lustiger Ding mal rauszuholen, mal zu gucken, wie das da drin aussieht, aber das lassen wir aber lieber. Ne? Solange es läuft, läuft es und von daher ist das soweit ganz okay. Ruhig kräftig durchspülen hier mit der Düngerlösung. Damit wir die Salze, die sich jetzt hier angereichert haben, dann dementsprechend auch mal rausbringen in dem Sinne. So, okay. 1, 2. Wow, hier muss ich aufpassen hier. Weil das Ding ist so lang, der ist natürlich kippelig, ne? Pass mal auf. So, setzen wir es wieder rein hier. Befüllen das Ganze. So, ich möchte ihn jetzt nicht mehr auf den Fußboden stellen, sondern ich möchte die Geschichte an die Wand bringen. Da wir ja diese Halterung haben von Lechuza, ich müsste noch welche haben. Ach man, jetzt mache ich das. Doch, befüllen tue ich nachher. Den Rest zumindest dann jetzt.
wäre sinnvoller gewesen, jetzt erstmal nicht zu befüllen, sondern das Ding erstmal an die Wand zu klatschen. Ich möchte es an die Wand bringen. Ich weiß noch nicht genau wo, ich überlege jetzt gerade. Und dann werden wir das heute mal ausnahmsweise gemeinsam machen, damit ihr mal sehen könnt, ja, wie das so abläuft, wenn man so einen Topf an die Wand bringt. Ne? Gut, alle, die es können, ist es ja unwichtig. Ganz gleich in Vorspulen dementsprechend. Und anschließend kommen wir dann zu der Aloe Vera und werden sie dann gemeinsam umtopfen. So ist sie auf jeden Fall jetzt erstmal gut versorgt. Brauchen wir uns keine Sorgen mehr machen. Lange, lange Zeit, wie wir gesehen haben. Und von daher ist das soweit ganz gut gelaufen. Ich mache mir jetzt mal Gedanken, wo wir das Schätzchen dann jetzt mal ja, hinbringen in dem Sinne. Okay. Jetzt kannst du noch nicht viel sehen. Pass mal auf. Ich zeige es euch mal. Ich werde jetzt die Löcher gleich alleine bohren. Aber wie das vom Handling her ist. Ne? Und muss auch gucken, wo das Ding hinkommt. Ganz klarer Fall. So, werde ich das jetzt hier anbringen. Und jetzt muss ich das ein bisschen in die Waage bringen. Entweder richte ich mich nach dem Strich. Hier ist ein Tapetenstrich. Lol. Ne, wir machen das mit der Wasserwaage. Ne? Dann haben wir das nämlich genauer. So, die legen wir einfach an die Wand. An das gute Stück dran. Und drehen das so lange, bis das passt. So, passt das Ganze. Und dann können wir hier einfach in den Löchern ein Zeichen machen, wo wir dann gleich bohren werden. Einmal hier und einmal hier. So, siehst du wohl. Und somit haben wir dann unsere Löcher gekennzeichnet. Und dort bohre ich jetzt die Löcher rein. Aber wie gesagt, das muss ich ja jetzt nicht zeigen. Ne? Um ehrlich zu sein, ich habe keinen scharfen Bohrer. Oh, ist so. So, ganz wichtig. Löcher sauber saugen. Ja, und dann kommen die Dübel da rein. Ich habe mir unten auch ein Stück Pappe hingelegt. Das zeige ich dir auch gleich, warum. So, kommen die da rein. Und dann können wir das gleich festschrauben. Und dafür muss ich erstmal einen Schraubenzieher holen. Bis hierhin war doch alles ganz einfach. So, das Schöne ist jetzt hier an der Halterung, haben wir zwei verschiedene Löcher. Im oberen Bereich ist er, ne, jetzt hält er meinen Schraubenzieher fest hier, ist der nach links und rechts halt gerichtet und hier nach oben und unten. So kann man das noch so ein bisschen justieren. Nicht viel, aber so ein bisschen. Ne? Also wer es ganz genau haben will, weiß Bescheid. Wo ist das? Ne? So, dann können wir die Schätzchen jetzt, das Schätzchen jetzt hier dran schrauben. Dreh das schon mal so ein bisschen rein hier. So. Ich nehme jetzt keinen Akkuschrauber, weil A ist es jetzt nicht viel zu schrauben. Zum anderen möchte ich hier ein bisschen Gefühl schrauben und nicht das Ding einfach an die Wand ballern. Ne? Besser ist das. Guck mal, die Löcher passen wunderbar. Siehst du wohl, ne? Ah, das ist eine schöne Sache. So, der war jetzt ein bisschen tief reingegangen, aber geht noch. Ja, ist okay. Zieht wieder. Wunderbar. So. Nicht zu stramm ziehen, das Ganze. Ja, da habe ich ja nicht geguckt, ob er in der Waage ist. Siehst du wohl, ne? Wir hätten ja justieren können. Siehst du wohl, dann können die ein bisschen rüber. Ja, geht doch. Moment, ein Stück losschrauben. So. Ein bisschen rüber. So, siehst du wohl. Kann natürlich auch sein, dass die Wasserwaage schief ist. Lol. So, komm, ganz genau brauchen wir das jetzt auch nicht nehmen. So, den noch ein bisschen nachziehen hier. So. Ready. Und jetzt können wir das Töpfchen dranhängen. Jetzt habe ich dummerweise. Warte mal, ich ziehe noch ein bisschen zurück hier. Upp, andere Richtung. So. Ich glaube, so kann man es besser sehen. Pass mal auf. Gucken, ob ich das jetzt so hinbekomme. Besser ist natürlich, wenn du den Topf leer hast und dran hängst, logischerweise. Ne? So, ja. Pass mal auf. Kriege ich das jetzt so hin? Jetzt müsste ich den mich da unten einhängen. Jetzt sehe ich aber mal richtig rumhängen, den Topf. Moment. Richtig rum, damit wir das Logo sehen können. Weiß Bescheid. Ne? Wie gesagt, macht das mit dem leeren Port, dann ist das einfach. Ich sehe mich jetzt auch nichts da hinten hinter, muss ich ehrlicherweise sagen. Pass mal auf. Zwei Hoppala. Jawohl. Ach, geht doch. Jawohl, perfekt, siehst du wohl. Ah, war doch einfacher als gedacht. Habe ich den jetzt so richtig rum hier und andersrum? Nö, ist okay, das können wir so lassen. So, weißt Bescheid? Mach halt mit dem leeren Pott, ne? Wenn du ein bisschen geschickt bist, so wie ich, und nichts runterschmeißt, ab und zu mal, dann kannst du das auch so machen. Ja, siehst du wohl. Dann muss ich mal eben just so machen. Jetzt hängt er da oben, kann er nach links und rechts sich ausbreiten. Ja, siehst du wohl, hat doch wunderbar geklappt. Okay. Ja, ist schon cool. Ne? Können wir hier mal gucken, wo wir ihn dann tatsächlich hinbringen. Aber das ist schon eine coole Sache hier mit der Aufhängung. Das ist richtig genial. Richtig cool. Wie gesagt, es ist eigentlich Magnethalter, da kannst du irgendwo eine Metallplatte, aber das geht so auch. Ich würde sogar sagen, noch viel besser. Okay, wie gesagt, hier habe ich jetzt so ein Stück Pappe hingelegt. Ne, dann ist jetzt der Bohrstaub hier drauf. Dann ist das einigermaßen sauber. Und die kannst du also auch diese Halterung für die langen Töpfe nehmen. Ne? Das haben wir ja auch gemacht. Da vorne.
Da hängen ja die anderen Vanillepflanzen drin. Also das ist eine coole Sache. Ne? Hier haben wir zwei Halterungen angebracht. Ich denke, man kann es einigermaßen erkennen. Einmal links und einmal rechts. Also das hat wunderbar funktioniert. Nur wie gesagt, interessanterweise sind die Blätter hier viel kleiner. Aber es heißt viel. Sagen wir mal etwas. Die Hälfte ungefähr, kannst du aber doch sagen. Ne? Ja, aber nichtsdestotrotz wachsen sie echt wie verrückt. Das ist so genial. So, siehst du mal, haben wir da hinten aus der Ecke raus. Und jetzt hier an die Wand gebracht. Ich muss mal eben just rüber gehen hier. So, okay, jetzt passen die Lichtverhältnisse natürlich nicht. Aber ist okay. Ne, dann haben wir da jetzt auch noch was. Dann können wir demnächst auch ein paar mehr Töpfe wieder dran machen hier. Wobei ich immer so ein bisschen Bammel habe. Ne, mit Bohrer in der Wand. Oh, oh. Gerade bei Altbau. Du weißt nie, wo die Kabel langlaufen. Sollte ich vielleicht auch mal so ein Dings holen. So ein, weiß Bescheid, was ich meine. Ne? Wo man das gegebenenfalls mit erkennen kann, wo Leitungen langlaufen. Ja, das ist so. Ne? Ansonsten hätte ich wahrscheinlich schon viel mehr Löcher hier reingebohrt. Ich habe da immer so ein bisschen Bammel vor. Okay, so, siehst du wohl, haben wir das auch geschafft. Kommen wir jetzt zum Einpflanzen der Aloe Vera. Ja, so, da bin ich mal gespannt, wie die Wurzeln aussehen. Ich gehe davon aus, dass es nicht viele sein werden. Denn es ist ja auch eine wasserspeichernde Pflanze in dem Sinne. Sie saugt ja hier Wasser ohne Ende. So, wir nehmen unser altbewährtes Substrat. Das Vulcaflor von Vulcatec, gemischt mit Ceramis, drei Teile Vulcaflor und ein Teil Ceramis. So, ich gehe davon aus, dass es nicht viele Wurzeln sein werden. Ne? Ich weiß es nicht ganz genau, von daher lassen wir uns einfach überraschen. Ja, ist genauso, wie ich mir das gedacht habe. Pass mal auf, relativ wenig Wurzeln, zum Teil tatsächlich auch schon etwas bräunlich. Also nicht optimal, muss ich sagen. Das heißt im Klartext, wir haben hier tatsächlich schon zu viel gedüngt. Warte mal. Wir haben hier tatsächlich schon zu viel gedüngt. So kann es gehen, ne? Aber das ist halt in so einem Pöttchen, ne? Das ist, weiß Bescheid, ne? Deswegen kommt das Schätzchen jetzt in die Selbstbewässerung, damit ich das hier also auch kontrollieren kann, wie sich das entwickelt. Ich muss allerdings, oder möchte ihn etwas tiefer bringen. Nicht viel, aber so ein bisschen. Damit gegebenenfalls später die Neuaustriebe von unten kommen, dann auch gleich bewurzeln. Allerdings werden die Blätter, die dann jetzt mit ins Substrat kommen, mit der Zeit im unteren Bereich abfaulen. Ist aber nicht so schlimm, das ist hier nämlich auch passiert, als ich sie hier reingepflanzt habe. Sind so die ersten zwei Blätter im unteren Bereich tatsächlich kaputt gegangen. Die konnte ich dann abziehen, das ist aber nicht so wild. Wir haben sie dann auf jeden Fall tiefer und die Knotenpunkte in dem Sinne, Wachstumspunkte, befinden sich dann in der Erde. Und dann können die ja, Kindel dann besser herauswachsen, als wenn das dann oben aufsteht alles. Ne? Und es sitzt auch ein bisschen stabiler. Und wie gesagt, wenn man ein Blatt geht, ist nicht so schlimm. Es kommen ja immer wieder mal neue. Von daher ist das soweit ganz okay. So, pass mal auf. Dann nehme ich jetzt erstmal den Topf, würde ich sagen. Dann brauche ich mir das hier nämlich nicht nass machen. Hier ist besser, ne? Dann habe ich gleich nicht so viel Arbeit. So, dann spüren wir das Ganze mal ein bisschen durch hier. Bei 500 Mikrosiemens auch. Ist schon ja, gut zu sehen oder zu wissen, dass man nicht zu viel tun sollte. Denn ansonsten gehen tatsächlich die Wurzelchen kaputt. Das wäre natürlich nicht so schön. Ne? So, haben wir das ein bisschen durchgespült. Dann gieße ich das jetzt weg. Und dann befüllen wir das gleich wieder. So, ach du meine Güte. Ich sag's dir. Es gibt immer was zu tun. Du brauchst gar nicht denken, dass irgendwann Ende ist hier oder nichts mehr. Ne? Sondern es ist halt so. Es gibt immer wieder was zu tun, tagtäglich. Ne? Entweder zu gucken, wie die Pflanzen sich entwickelt haben oder einfach mal einzugreifen. Oder sie einfach schöner, nein, nicht schöner, sondern besser einzubetten in dem Sinne. Also, war das Schätzchen hier tatsächlich schon überdüngt. So kann es gehen, weißt Bescheid, ne? So, dann befüllen wir das Ganze noch. Die Aloe Vera. Und dann kommt sie wieder in den Dschungel. Und kann sich dort weiterentwickeln. Und dann können wir hier auch wirklich mal nachmessen, was Sache ist, ne? Ist tatsächlich doch besser für die Pflanzen. Das Interessante ist ja, augenscheinlich geht es ja richtig gut. Ne? Das dauert also recht lange, bis die Pflanze darauf reagiert, wenn die Wurzeln kaputt sind, weil sie hat unheimlich viel gespeichert. Ne? Und wenn es dann putt geht, dann ist schon im unteren Bereich lange putt und dann geht gar nichts mehr. Von daher, vielleicht auch einfach mal kontrollieren. Ne? Oder wie wissen wir das, was wir machen sollten ab und zu? Durchspülen und dann haben wir auf jeden Fall Gewissheit, dass es der Pflanze besser geht. Okay. Damit ich das heute abgehakt habe, machen wir das auch noch schnell fertig hier. Und zwar geht es um die Mango. Aktuellen Werte zeige ich gleich. Ich habe jetzt hier 1 Liter Leitungswasser und das Ganze aufgedüngt bei
Ich sage es eben kurz festhalten, damit ich es nachher aufschreiben kann. 1200 Mikrosiemens, also 1222. Hör lol. 1222. pH-Wert wird jetzt noch nicht ganz so relevant sein, aber besser ist das. Mal kurz wenigstens, dass wir wissen, was Sache ist. So, wir hatten das Projekt schon mal hier gestartet, nur mit Leitungswasser aufgedüngt, hier bei 1200 Mikrosiemens. 1250 beziehungsweise pH-Wert damals lag bei 7,1. Heute habe ich nachgemessen 1200 Mikrosiemens, pH-Wert 7,8. Also pH-Wert gestiegen, weißt Bescheid, ne? So, hier müssen wir auch auf den Wert ungefähr kommen. Wir sind jetzt gerade bei 7 hier, also ja 7,1. Ja, 7,1 tatsächlich auch hier. So, wir machen es einfach, um auszuprobieren, was passiert denn wenn, ne? Und von daher, Wasser habe ich schon rausgegossen hier. Und das werde ich ein bisschen durchfluten lassen einmal. Muss ich wahrscheinlich gleich nochmal was ansetzen. Ja, hier habe ich ungefähr 2 Milliliter drin von dem Dünger, ne? Von dem Kompo, Palmen- und Grünpflanzendünger. Ah, da bin ich ja mal gespannt, wie das sich langfristig dann zeigen wird, ne? Das müssen wir abwarten, wie die Pflanzen darauf reagieren. Wir wissen ja eigentlich, optimaler pH-Wert ist zwischen 5,5 und 6,5. Ein bisschen weniger, ein bisschen mehr ist nicht schlimm. Aber hier ist es dann doch jetzt in dem Sinne relativ viel. Wir wissen aber auch schon aus Erfahrung, dass die Mangos tatsächlich auch in einem hohen pH-Wert gut keimen und auch gut heranwachsen. Von daher machen wir es einfach mal. Versuch macht klug, aber ich muss mir das auch wieder aufschreiben. Hier habe ich es draufgeschrieben, nur Leitung, ne? Dass ich mich da nicht vertue. Bei der Menge an Sachen, die ich am Laufen habe, nämlich 1, 2, 3, ne? Ist das dann so, dass du das vergisst. Ich habe nämlich gerade auch gesucht hier nach der Pilea, nicht nach der Pilea, sondern nach der Pflanze, die wir nur mit Leitungswasser befüllt haben, in dem Sinne aufgedüngt. Ich habe lange gesucht, bis ich sie gesehen habe und dachte mir, ach, da ist sie ja, genau, die war das doch, die war das, ne? Weiß Bescheid. Ja, da muss er jetzt so ein bisschen aufpassen bei den vielen verschiedenen Varianten, die wir jetzt mittlerweile austesten. So, okay, dann kann der Wasserstandsanzeiger wieder rein. Lass uns überraschen, wie sie sich entwickelt dann jetzt. Also bisher sieht das, wo ich denn jetzt den Pott hingestellt? Bisher sieht das ja ganz gut aus. Kann man schon ein bisschen nachfüllen, den Rest werde ich gleich nochmal ansetzen, auf die gleiche Art und Weise. Und somit haben wir das Ganze dann neu gestartet hier auf die Art und Weise, nur mit Leitungswasser bei uns. Ja, aber wie wir sehen, der pH-Wert steigt tatsächlich an, aber auch das müssen wir langfristig beobachten, ganz klarer Fall. Von daher, tja, es ist so wie es ist, machst du nichts, ne? So, ich glaube, es reicht für heute. Weiß Bescheid, winke, winke, bis ganz bald hier aus dem Reich der Pflanzen und wir experimentieren natürlich weiter. Ja, Feintuning auf gut Deutsch gesagt, ne? Feintuning, so, blau. Weiß Bescheid, blau, blau, ne? Ich liebe blau und deswegen ist der Daumen blau und ich liebe green und deswegen ist der Daumen green. So, das nochmal kurz am Rand erwähnt, falls ich wieder gefragt werde. Was hat das denn zu bedeuten? Es ist eine Art Veränderung, weiß Bescheid, ne? So ist das mit Art, Kunst. Das gehört einfach hier zu mir dazu. So, das sind die aktuellen Werte, die wir sehen, die 30.06. ne? 1300, 3,2. Jo, das ist ein bisschen wenig und hier haben wir jetzt tatsächlich 1200 bei pH 7,8, ist also tatsächlich gestiegen. Dass wir das schon mal jetzt anfangs in dem Sinne zum Einstieg mitnehmen können. Also nur mit Leitungswasser wird es nicht funktionieren. Das heißt aber nichtsdestotrotz, dass wir es nicht ausprobieren. Denn wir wissen ja, Versuch macht klug. So, weiß Bescheid, ne? Ja, so ist das. Es geht nicht immer alles so ganz einfach, aber ist auch nicht so schlimm. Denn wir lernen ja aus dem, was wir machen. Okay.